In diesem Video möchte ich kurz auf die Wirkungsweise der Brainlight-Systeme eingehen. Und zwar vor allem auf die Wirkungsweise von Licht und Ton der Brainlight-Systeme. Über die Visualisierungsbrille und den Kopfhörer werden in bestimmten Frequenzen optische und akustische Signale übertragen. Die optischen Signale sind sehr eindeutig. Man sieht, dass die Brille blinkt. Und dass sich das Blinken in Bezug auf Geschwindigkeit und Muster im Verlauf der meisten Programme verändert. Man sieht hinter den geschlossenen Augen dann verschiedene Formen, Farben, Muster, die übrigens von Mensch zu Mensch und auch von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich sind. Die akustischen Signale, die hören sich an wie so eine Art Brummen. Und das Brummen ist so leise, dass man es unter der Musik und der Sprache eines Programms eigentlich nur dann wahrnimmt, wenn man ganz bewusst darauf achtet. Jetzt ist es so, dass das menschliche Gehirn die Eigenschaft hat, sich einem Impuls, der ihm länger vorgegeben wird, anzupassen. Und zwar, indem die Gehirnwellen anfangen, in der gleichen Frequenz zu schwingen wie dieser vorgegebene Impuls. Man hat vielleicht schon mal die entspannende Wirkung erlebt, wenn man länger in ein flackerndes Lagerfeuer geschaut hat. Oder wenn man beobachtet hat, wie Sonnenstrahlen auf dem Meer glitzern. Oder vielleicht hat man auch schon mal so diese einlullende Wirkung erlebt, die sich auf einer Zugfahrt einstellen kann, wenn im Hintergrund immer so ein monotones Schienengeratter zu hören ist. Und diesen Effekt, den machen sich die Brainlight-Systeme zunutze. Bei einem typischen Brainlight-Programm sind die Frequenzen zu Beginn des Programms schneller, und zwar im Beta-Bereich. Das ist der Bereich, in dem wir uns im Alltag normalerweise befinden. Und die Frequenzen werden dann peu à peu langsamer führen in den Alpha-Bereich, der vor allem für Entspannung steht und je nach Programm dann auch noch tiefer, beziehungsweise sie werden noch langsamer und führen in den Theta- oder sogar Delta-Bereich. Das sind Zustände, die man mit tiefer Meditation oder regenerierendem Tiefschlaf assoziiert. Und zum Ende des Programms nimmt die Geschwindigkeit der Frequenzen dann wieder zu, weckt sie sachte auf und bringt sie wohlbehütet in ihren Alltag zurück. Allerdings mit einer tiefen Entspannungserfahrung im Gepäck. Und das Ganze war dann natürlich noch kombiniert mit der wohltuenden Wirkung der Shiatsu-Massage, des Sessels, mit der Wirkung der Musiktitel und auch je nach Programm der geführten Meditation. Jetzt ist es so, dass jeder Mensch ein Mosaik ist an individuellen Bedürfnissen, Empfindungen, sodass man nicht ganz verallgemeinern kann, welche Wirkung, welches Programm auf welchen Anwender hat. Allerdings können wir aufgrund unserer über 30-jährigen Erfahrung und verschiedenster Studien, die wir haben durchführen lassen, sagen, dass sich in den meisten Fällen ein sofortiger Stressabbau zeigt und dass sich eine tiefe Entspannung meistens schon nach 10 Minuten einstellt. Und je regelmäßig und öfter dieses Brainlight-System genutzt wird, desto mehr verfestigt sich dieser Entspannungseffekt. Und Entspannung hat allgemein wunderbare Auswirkungen auf unseren Körper, auf unsere Psyche, auf unseren Umgang miteinander, auf unser Wohlbefinden. Und wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie diese Entspannungserfahrungen oft machen können in den nächsten Wochen. Wir möchten uns auch nochmal ganz herzlich für Ihren Einsatz bedanken und wünschen Ihnen von Herzen alles erdenklich Gute.